Nun, ich dachte mir, ob ihr zustimmt, dass ich diese Mission übernehmen wollte, falls Yalan nun ja abgewiesen wird, ob ihr mir dies zutraut. Aber ihr könnt natürlich auch gerne selber vertreten. Keiner von uns ist ein Experte für Drachen. Ob es jetzt der eine oder der andere tut, ich glaube, das tut nicht viel zur Sache. Das ist wohl wahr. Nur muss sich jemand freiwillig diese Mission übernehmen. Also, wenn ihr euch das zutraut. Zuerst mal gucken, ob Jan das hinkriegt und dann. Exakt. Ich wollte bloß einen Ersatzmann oder eine Ersatzfrau im Vorhinein bestimmen, falls nun ja etwas schief läuft. Schon erstaunlich, wie lange ihr diskutiert. Aber wenn ich das jetzt doch gar nicht falsch verstanden habe, musste Jelef ihm Yasafa, muss er nicht da gewesen sein, wo er sich hin teleportiert? Habt ihr doch gesagt, oder nicht? Ja, für uns normalsterbliche Magier ist das tatsächlich so. Allerdings handelt es sich bei Jelef eben just einfach um einen Erzmagier. Ich denke, er ist weiterhin sterblich. Ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Okay, ja, ich hatte mich nur gefragt, weil wenn er sich jederzeit einfach zu dem Drachen teleportieren kann, hätte ich mir gedacht, dass der Drache so als magisches Wesen etwas dagegen unternehmen würde, wenn man sich einfach zu ihm teleportiert. N normalerweise, wenn du keinen Termin hast, dann wird er dich fressen. Habe ich jetzt auch so gedacht, aber gut. Vielleicht sollten wir nicht unbedingt direkt in seine Höhle teleportieren, sondern nun ja in die Umgebung. Das wäre doch ohnehin sehr unhöflich. Also auch wenn man das hier bei uns Menschen machen würde. Man teleportiert sich doch einfach nicht in das Haus von jemandem. Hat er nicht einen Gesandten, der dann explizit für menschliche Belange eingestellt worden ist, den Herzog Bernfried? Ja, wie war sein Name noch gleich? Von Mesaquell. Drakodan, genau. Ein sehr eingebildeter Hirsindegeweihter. Und ihn einmal kennenlernen. Dann würde ich doch den zuerst aufsuchen. Weil sonst frisst euch, glaube ich, der Drache. Und ich glaube auch nicht, dass Draco dann ein Mensch ist. Ich weiß nicht, was er ist. Dachte nur, Menschen können Hirsindegeweihte werden. Oh, wenn ihr einmal in den selenitischen Sümpfen wart, ihr würdet euch wundern, was die Echsen alles können. Eine Echse als Geweihter. Also wirklich. Ja, mit gar frevlerisch möchte man meinen, aber damals in den bosporanischen Zeiten, Kuslik, die Göttin Hesinde stammt tatsächlich von den Echsen. Als damals die Güldenländer aufbrachen und ihr dann Kontakt mit den Einheimischen fanden, haben sie auch ihre Götter übernommen. Das wurde natürlich durch das Silem-Horas-Edikt wurde das alles ein bisschen verklärt. Aber wer sich etwas genauer mit den dunklen Zeiten auseinandergesetzt hat, der wird zu solchem verborgenen Wissen gelangen. Also ich möchte euch jetzt ja keine unketzerischen Gedanken vorwerfen und ihr wisst bestimmt besser über das Thema Bescheid als ich, aber das klingt mir doch gar ketzerisch, wenn ich Ja, das so es gab sagen damals darf. sogar Drachenreiter. Drachenreiter. Wart ihr vielleicht ein bisschen zu lange in dieser Bibliothek? Ah, gut, dann gehe ich einfach mal zum Hochkönig Albrax, hole mir seine Speerspitze und dann gehe ich in Richtung von Brüder Stygomar. Ihr solltet euch ein bisschen aufraffen. Ich glaube, da drüben kommt Yalan wieder mit zumindest dem anderen Karinor. Der Kiaras ist wohl nicht wieder dabei, aber ja, dann bis nachher oder so. Ja, vielen Dank. Dann ist das schon mal erledigt. Jalan! Rafim, da drüben. Habt ihr mal so eine alanfanische Villa von innen gesehen? Natürlich, ich hatte schon öfters das Privileg, sie zu bewachen. Wenn ich freilich. Unfassbar. Unfassbar, sage ich euch. Schön, oder? Das kann man wohl meinen. Ihr müsst Rafim sein. Geras hat mir viel von euch erzählt. Stimmt, wir haben uns schon gesehen. Ihr wart bei mir in der richtig. Verzeiht mein Kopf. Mir wurde gesagt, dass ihr ein Artefakt für mich habt. Ja, ich gehe auf ihn zu und überreiche ihm den Stab. Der Stab von Tar Honak. Ausgezeichnet.
Und dann sogar gleich in den Händen der richtigen Kirche. Wie es sich gehört. Ich denke doch, dass in diesem Belang alle unsere Interessen in die gleiche Richtung zeigen. In welche Richtung zeigen sie denn? Vorrangig auf Rassasors ewiges Grab. Der untote Drache. Ihr wollt ihn damit bekämpfen, ja? Mit allem, was wir kriegen können. Uns gehen allmählich die Optionen aus. Als Botschafter der Stadt ist mir natürlich auch daran gelegen, dass ich meine Villa nicht verliere. Und dass natürlich Menschenleben gerettet werden. Und wenn dies mit diesem Stab möglich wäre, ich könnte ihn euch als Leihgabe übergeben. Das würde uns sehr freuen, wenn ihr uns dieses Vertrauen uns schenken würdet. Rafim, ihr habt ihn geborgen, wurde mir vor Jahren gesagt. Ja, aus einem Grab, oder? Also kein echtes Grab, aber es war auf dem Boronanger. Sehr verwirrend. Mir wurde schon gesagt, dass ihr eine Vision hattet. Ihr wurdet auserwählt. So soll der Stab zunächst euch gehören. Ich werde ihn nach der Schlacht mit Rassasor wieder für uns in die Kirche eingliedern und zurück nach Alan verbringen. Bis dahin soll er euch gehören. Das klingt sehr gut, aber seid ihr über die momentane Krisenlage informiert? Ja, Kiaras redet viel im Schlaf. Ich hatte mir gedacht, dass ihr informiert seid. Bei unserem ersten Schlag gegen einen unserer Feinde wäre es sehr unklug, wenn der Stab dann bereits bei mir wäre, falls ich fallen sollte. Deswegen würde ich ihn gerne bei euch aufbewahren, bis der eine Feind besiegt und wir uns dem Drachen widmen können. Glaubt ihr denn, ihr könnt euch aussuchen, wann ihr gegen wen zieht? Ihr mögt nicht Unrecht haben, aber... Behaltet ihn. Bewahrt ihn gut, denn dieser Stab bricht nicht. Ihr könnt ihn nicht kaputt spielen. Ja. Ich werde auf ihn achten. Rafi, wie wär's, wenn ich dir eine Stofftragetasche dafür bastel, wo er nicht rausfallen kann, wo du ihn immer am Körper hast? Das klingt doch sehr gut. Damit du auch kämpfen kannst. Das klingt doch sehr gut. Dann hätten wir das Problem ja schon gelöst. Sehr gut. Ich werde euren Namen Alanfa nennen, wenn ich gleich mit Ihnen spreche. Ich werde Sie natürlich darüber informieren, dass der Stab wieder in unserem Besitz ist. Er kehrt nur da ein zurück, wo er hingehört. Ja, Rafim, wollt ihr den wirklich mitschleppen die ganze Zeit? Er hat nicht Unrecht. Glaubt ihr, wir können uns die Zeit... den Moment nehmen. Wir wissen ja gar nicht, wo wir ankommen, falls wir überhaupt den ersten Angriff überleben. Vielleicht müssen wir uns dem Drachen ganz woanders stellen, als wir hoffen. Aber vielleicht, bekommst du eine zweite Gesichte, wenn du den Stab mit dir rumträgst, weil Boron dir noch einmal eine Gesichte schenkt. Vielleicht eine deutlichere. Vielleicht eine, die du besser verstehst oder wir besser verstehen. Eine Warnung. Gut möglich. Wichtig ist doch auch zu wissen, wie man überhaupt diesen Stab einsetzt. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass das so einfach ist, dass ihr einfach den Stab nehmt und ihm den Drachen auf den Kopf haut und dann ist alles gut. Da wird doch sicher irgendeine Auslöser oder eine richtige Technik verwendet werden müssen. Und ich schätze, wen Boron liebt, dem wird er schon die Nutzungsweise dieses Stabes offenbaren. Herr Karinor, wenn ihr euch mit Al-Anfa in Verbindung setzt, könnt ihr dir dies erfragen? Ja, selbstverständlich. Auch wenn der Stab schon seit einiger Zeit nicht mehr in Al-Anfa geführt worden ist, aber es wird sicherlich Aufzeichnungen darüber geben, was Tarquinio in der Wüste sprach, um die Novadis zu verwirren und ihnen die Seele zu stehlen. Natürlich. Da kommt mein nichtsnutziger... Kiaras. Ja, damit greift er noch einmal in seine weite Tasche, drückt Rafim ein kleines Beutelchen aus Leder in die Hand, schließt doch wieder deine Hand und patschelt mal so ein bisschen drauf und geht dann, während Kiaras hineinkommt. Ah, Karinor, ihr seid doch noch gekommen.
Ich wollte euch mitnehmen, aber ihr seid beschäftigt aus. Ja, verzeiht, es war. Es ist mir was dazwischen gekommen. Gofim steckt den Beutel ganz unauffällig in seine Tasche. Nun, wir erörterten gerade, wie man wohl am ehesten den schwarzen Drachen mit Hilfe des Stabes bezwingen könnte. Euer edler Verwandter erklärte sich bereit, im Gespräch mit der Heimat herauszufinden, wie man den Stab aktiviert. Bis dahin würde ich sagen, sollten wir uns um andere Probleme kümmern. Ich verstehe. Ich schaue meinen Onkel an und nicke ihm einmal zu. Ja, der ist auch gerade auf dem Weg nach draußen. Jalan, ihr wolltet euch ja um den unseren geschuppten Freund, möchte ich ihn ja nennen, kümmern. Mhm. Ich muss gestehen, mir behagt es immer noch nicht sonderlich, aber wir ihn noch einmal mit einer Not anrufen, wird er hoffentlich hören. Abelmir schlug vor, ihn per Jennef ibn Yassafar persönlich besuchen zu gehen und erst vorstellig zu werden bei seinem Diener Drakovan? Drakodan. Drakodan, entschuldigt. Einem Geweihten, wie ich hörte. Und wenn Yassafar uns zu seinem Hort bringen kann, wäre dies natürlich sicherlich besser, als ihn hier aus Garad anzurufen und zu hoffen, dass er hört. Aber wo Drakodan ist, ist schwer zu sagen. Wenn wir Glück haben, sind wir reine Pfoten. Wenn wir ein bisschen weniger Glück haben, immer noch einen kleinen Wartstein. Bieter Zeit. In der anderen Festung. Wie oft kann... Nun, ob das eine so gute Idee ist, kann man einfach so zu dem Hort eines solchen Drachen hinspringen. Deswegen ja erst mit dem Diener sprechen, mit diesem Drakodan. Und dann fragt ihr ihn, ob das okay ist. Und dann sagt er hoffentlich ja. Vielleicht solltet ihr mit Isarun zuerst zu dieser Festung reisen, wo wir zuletzt Drakodan gesehen haben. Warum sollte ich eigentlich aber mir? Schließlich dürftet ihr seinen Bau betreten. Hort, verzeiht, Hort. Nun ja. Ihr seid unser Anführer. Er hat auf eure Anrufung gehört. Und außerdem habt ihr zuerst mit Apep gesprochen, letzte Mal. Ihr schuldet ihm vielleicht noch eine Erklärung für euer Verhalten. Aber wenn ihr nicht wollt... Selbstverständlich gehe ich, wenn euch der Mut fehlt. Dass ich mir das ja wohl nicht zweimal anhören muss. Natürlich mache ich das. Nun gut, dann wäre dies geklärt. Und lächle ihn an. Es wäre, glaube ich, sehr vorteilhaft, wenn ihr euch so weit wie möglich darum kümmert, weil falls der Drache uns helfen würde, würde das extreme Auswirkungen auf unsere Planung haben. Nun gut, wo ist Yassafar? Vermutlich an der Akademie der magischen Rüstung. Wir werden ihn heute Abend dort treffen. Wunderbar. Wir sollten ich will nicht Opfergabe sagen, ein Geschenk mitbringen. Was schenkt man Drachen? Gold? Wir sollten vielleicht auch durchbesprechen, was für Worte ihr an den Drachen wendet. Aber mir sagte doch schon letztes Mal, ihr solltet kriechen. Kriechen war, glaube ich, das Wort. Ich nannte es Servil. Regenwurmtaktik. Wer vor Anziehen von Rabenmund buckeln kann, der kann dies wohl auch von Ape. Meint ihr nicht? Nun gut, es ist euer Kopf. Ihr werdet das schon regeln. Ihr seid ja schließlich nicht auf den Kopf gefallen. Ihr wollt es nicht in letzter Zeit. Aha. Haha. Haha. Aber wenn ihr ihm etwas schenken wollt, vielleicht ein gutes Rind? Ich meine, er ist eine Art riesiges Hexenwesen. Wie ist es denn, muss er viel essen. Wenn ich das Treffen ausmache mit unseren speziellen Gästen, wie ist es dann mit morgen Mittag? Das wäre gut. Wann auch immer. Ich denke nicht, dass es da wirklich darauf ankommt, wann genau das ist. Hauptsache rechtzeitig. Hauptsache nicht, dass es mit anderen Terminen zusammenfällt und wir dann nicht gesamtmäßig auflaufen können. Ich wollte nur wissen, damit herausfinden wir nicht, ob wir morgen Mittag eben Zeit dafür haben. Nun ja, wenn Isarun und Yalan beim Drache sind, könnten wir uns mit den Hexen treffen. Aber mir ist halt
Mit den Hexen. Ein also doch, ganz besonderes Wesen, meine ich mal. Oh. Was könnt ihr denn bloß von denen wollen? Das haben wir doch schon erörtert. Die Hexen haben Möglichkeiten zu fliegen. Die Festung fliegt. Ich sehe auch nicht so wirklich, wie wir ihnen begegnen können. Wir wollten doch nicht mal verflucht werden. Wir haben auch erörtert, dass ihr euch nicht auf Hexen verlassen könnt. Korrektur, das habt ihr erörtert. Wir müssen alle Möglichkeiten prüfen. Oder wir setzen uns alle in den Ogerlöffel und lassen den Zwergenkönig uns so hochschießen. Ja, nee. Und tut, was ihr müsst, aber Preuers schütze euch, falls ihr sie verärgert. Wenn ihr sie überhaupt findet oder mit ihnen reden könnt, die Damen sind nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie sehr gesellschaftlich sind. Nun ja, wenn Jalan außerhalb der Stadt ist, dann sind die vielleicht etwas aufgeschlossener. Wisst ihr überhaupt, wo ihr suchen sollt? Wir haben schon einige Gerüchte gehört und Ömer soll das wohl hinbekommen. Ich habe da volles Vertrauen. Verstehe. Nun, dann... vielleicht haben wir Glück damit, aber ich glaube doch immer noch, dass sie eher aus der Stadt fliehen werden. Selbst wenn, sie haben doch mächtige Magie. Vielleicht könnten sie uns einen Trank brauen oder was auch immer. Vielleicht irgendwas, was hilft. Wenn ihr einen Trank braucht, warum fragt ihr dann nicht einen von den halben Dutzend anerkannter und sehr fähiger Alchemisten, die wir kennen? Die sind alle beschäftigt und haben keine Alchemiker mehr. Ich erinnere mich an eine Hexe, die sich unsichtbar machen konnte. Das klingt doch sehr hilfreich. Denke ich. Sie war auch sehr hilfreich auf Rulat. Seht ihr? Und ich denke nicht, dass die Hexen die Zerstörung der Stadt wünschen. Sie leben ja hier. So wie ich das verstanden habe, ist das richtig? Ich glaube schon. Dann. Aber Isarun, ihr hattet erwähnt, wir müssen heute Abend noch irgendwo hin. Wo müssen wir denn jetzt noch hin? In die alte Residenz. Der Heldenrat tagt wieder. Und morgen in aller Herrgötter früh müssen wir in der Stadt des Lichts auflaufen. Was wollt ihr dann den Drachen besuchen? Danach. Okay. Aber wir sollten das mit der Baganda den Heldenrat überlassen. Ich denke, sie werden mehr Einfluss in der Stadt haben und wissen, wie man diese Geschichte mit den Märtyrern verbreitet. Es müssen auch noch die Bandstrahler abgesprochen werden. Was genau meint ihr damit? Euer Plan mit den Säulen auf der Feste und... erinnert euch? Ihr meint nicht die Bandstrahler, ihr meint die Geweihten. Ja. Der Turm ist doch leer im Moment, oder? Auf euch. Nicht die Bandstrahler, die Bandstrahle. Verzeiht. Entschuldigt, ich habe euch missverstanden. Gut, da ohnehin noch Bandstaub geholt werden muss, wird sich das wohl in einem erledigen lassen. Wie viel Bandstaub braucht ihr denn noch? So viel wir kriegen können. Gut. Dann wird nichts geklärt. Was machen wir denn gegen den, wenn wir das richtig interpretiert haben, gegen den Rost in der Luft? Wir müssen ja atmen. Jetzt die Frage, was könnten wir dagegen tun, damit das nicht passiert auf der Festung? Ich denke nicht, ein nasser Lappen vor dem Mond reicht, oder? Wahrscheinlich nicht lang genug. Nun ja, stationär könnte man erst gegen tun, aber nun ja, wir könnten uns dort nicht herausbewegen aus einer Zone. Es gibt eine spezielle Form des Dämonenbands, der gegen solche, nun ja, Unbillen hilft. Aber wie gesagt, erst stationär. Dann würde es vielleicht doch helfen, wenn wir zuerst einen Lappen vor den Mund nehmen. Vielleicht es damit schaffen, in die Nähe unseres Zielorts zu kommen, du dort die Luft reinigst. Vielleicht füllt sich die Luft auch schnell wieder mit diesem Zeug auf, also mit dem Rost, aber vielleicht reicht es für uns auch sozusagen in der Zeit, um unser Ding durchzuziehen. Einfach Zeit erkaufen. Vielleicht gibt es einen Alchemiker, der uns das Atmen
Nun ja. Es gibt doch diese komische Pflanze, die, wenn man sie nimmt, wo man dann eine Zeit lang nicht atmet. Wir haben ein Kayubo. Ja, genau, diese komischen hässlichen Nüsse, ja. Nun, ich fürchte, sie helfen nur, wenn man unter Wasser ist. Sie helfen, die füllen. Man kann Wasser atmen, aber keine säurehaltige Luft. Nun, ich dachte mir, eine Alchemiker, die uns komplett das Atmen, nicht verbietet, aber aussetzt, sodass wir auch ohne Atmung agieren können. Ich kenne mich in der Alchemie nicht gut aus, aber ich glaube, ich könnte jemanden fragen, der sich damit besser auskennt. Ich denke, das allein würde auch nicht helfen, denn in dieser Gesichte wurden ja noch andere Effekte beschrieben. Waffen verrosten und zerbröseln, Körperteile verfaulen und fallen ab. Das klingt in der Tat sehr viel riskanter als einfach ein wenig aus in der Luft. Aber wenn wir uns dagegen schützen können, würde das bestimmt nicht schaden. Hilft ein magischer Schutz dagegen, euer Guardiano? Natürlich, bis zu einem gewissen Grad kann uns keine dämonische Substanz etwas anhaben, solange wir uns innerhalb des Guardianum bewegen. Nun, ich denke, das wäre ein gutes Thema für heute Abend. Vielleicht haben die Spekularitäten noch eine Idee oder ein Artefakt, was uns dagegen hilft. Vielleicht haben eure speziellen Freunde ja Vorschläge. Ich werde sie auch fragen. Ihr müsst euch nicht nur auf dieses... Es ist nicht unbedingt ein Verfaulen, es ist einfach abgefallen. Faulen ist vielleicht... Also es ist schon irgendwie... Es ist halt einfach... Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Einfach als würde euer Ohr abfallen. Ihr meint einen temporalen Effekt? Die Zeit läuft schneller. Nicht unbedingt, es ist einfach wie Sand durch eine Hand. Wisst ihr, einfach so und weg. Wie als würde es zu Staub zerfallen, vielleicht. So etwas? Oder? Wir können euch nicht sagen, was ihr gesehen habt. Es ist... Ich habe so etwas noch nie gesehen. Als würde man... Ich gehe mal so an Isarons Ohr, als würde man einfach... Wie Sand, der fällt. Wie Staub. Isaron schüttelt sich. Einfach abfallen. Gar seltsam. Aber ja. Ich weiß nicht, wie man sich so gegen so etwas schützt. Das muss ich leider euch überlassen. Vielleicht solltet ihr zu Herrn Boron beten, vielleicht... Gewährt euch Klarheit. Das ist ein sehr guter Vorschlag, aber mir. Aber ihr sollt jetzt erst zu diesem Rat der Helden, oder nicht? Könnte es möglich sein, dass die Festung Temporaleffekte einsetzen muss, weil sie sonst eigentlich in Wehrheim schon abgestürzt wäre? Wäre das eine Option? Das wäre möglich. Es würde auch die Astralriffe erklären. Vielleicht. Ihr meint, dass die Zeit in der Festung langsamer vergeht, als sie sollte, oder? Anders irgendwie. Die Festung muss vielleicht Zeit absorbieren, um sich noch Zeit zu kaufen, um hier nach Garret überhaupt zu kommen, weil sie sollte ja eigentlich untergehen. Weil sie sollte noch einmal ausgelöst werden können in Wehrheim. Warum hat Satinef das ganze Pack nicht schon längst geholt? Vielleicht, weil manche Dinge langsamer erst bemerkt werden. Ich weiß doch nicht. Vielleicht ist auch nur eine... Vielleicht nimmt er die Zeit einfach anders als wir. Vielleicht hat er es einfach nur noch nicht gemerkt. Ich meine, ist Satinaf nicht überall? Und naja, es ist doch gerade so, dass ganz viele Magier in Stadt sind. Vielleicht könnte man die Temporalmagier-These mal mit denen besprechen, wenn man Magier ist. Vielleicht werden sie auch dann sozusagen ganz schnell zerschlagen, die Idee, weil die Leute viel mehr darüber wissen in ihrer Gesamtheit. Möglicherweise hängt das Ganze auch mit den Limbus-Portalen zusammen. Vielleicht gibt es davon immer noch kleine Löcher in den Limbus oder Risse in den Limbus und einzelne, zum Beispiel Körperteile, könnten da reingeraten und irgendeinen Effekt abbekommen.
Funktioniert denn nicht dieses Guardianum-Ding da? Das war doch gut. Oder hilft das dagegen nicht? Das war doch gut letztes Mal. Gegen alle Arten von Magie, ja. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Gegen Temporalmagie? Das ist halt die große Frage. Temporalmagie ist so selten. Persönlich habe ich noch keinen Guardianum gegen so etwas einsetzen können. Ich habe ohnehin noch nie Temporalmagie wirken sehen. Die Punkte der Spektralität müsste sich auskennen damit. Alle Spektabilitäten sollten sich irgendwie damit auskennen. Und ich glaube, Punin ist in der Hinsicht führend, was nun ja Metamagie und Temporalmagie angeht. Wenn überhaupt jemand etwas weiß, dann sie. Hervorragend, dann seid ihr unser Kontaktpartner. Vielleicht sollte man einfach alle Magier irgendwie versuchen mal anzusprechen. Das heißt, ihr überlegt euch vielleicht, was ihr vortragen wollt und haltet dann so einen Posidosi rum, wo man da zu den Leuten spricht. Ein Symposium, meint ihr? Sag ich doch, meine ich doch. Meine ich doch, habe ich nicht gesagt. Nun gut. Vielleicht müsst ihr es einfach nur interessant genug verpacken, um sozusagen Diskussionen herbeizuführen, die vielleicht Dinge ausschließen oder aber auch sozusagen dann interessant genug darstellen, dass sie sozusagen wirklich, wenn die diskutiert werden, vielleicht müsst ihr die Neugier der Magier auf euer Thema lenken. Damit sie hier bleiben? Vielleicht würde das sogar auch noch, genau, die magische Kampfkraft erhöhen, wenn wir sie damit hier binden könnten, wenn so eine Festung hier einläuft, die zwar sehr gefährlich ist, aber grundsätzlich auch vielleicht einen ganz, ganz hohen Forschernutzen hat. Ich denke, dass alle hier geblieben sind, die ohnehin bleiben wollten. Die ganzen Leute, die Angst bekommen haben, sind eh schon abgereist. Unterschätzt niemals die Neugier eines Magiers. Ich denke nicht, dass es daran noch viel zu erforschen geben wird, wenn wir erst einmal fertig sind. Nun ja, wir könnten sie zumindest aber in der Stadt binden. Bis zu diesem Zeitpunkt. Analysen lassen sich auch aus kleinsten Teilen machen, Jalan, selbst wenn die Festung zu größten Teilen zerstört ist. Gut, wir können es ja morgen beim Treffen in der Akademie vorschlagen. Das sollten wir wohl. Die versammelten Spektabilitäten auch nichts wissen, dann sind wir wohl in einer Sackgasse, was das angeht. Nehmen wir einfach dieses Guardianum-Ding, das hat doch letztes Mal auch funktioniert. Nun, ich fürchte, dies ist kein Heilmittel gegen Magie an sich. Es schützt nur vor bestimmten Effekten, aber wir werden sehen. Kann ich denn was kaputt machen? Nein. Ja dann, eher mit Guardianum. Ich sagte euch bloß, vertraut nicht zu sehr auf den Guardianum. Aber worauf soll er denn sonst vertrauen, außer auf das ganz normale Göttervertrauen, was er sowieso schon immer hat? Nun ja. Auf euch selbst? Das hilft auch so gut gegen Magie. Auf euren Verstand. Also ich kann die alle ganz besonders doll mit meinem Schwert hauen, aber wenn die mich verzaubern, hilft das, glaube ich, nicht. Also zumindest, wenn ich nicht vorher an die drankomme. Wenn ich vorher an die drankomme, sind die tot, aber wenn ich nicht an die drankomme, dann ist es schlecht. Und zumindest gegen Galottas Magie sind wir gefeit. Hoffentlich. Eventuell kann ich einen kleinen Segen sprechen, um uns zu schützen. Das klingt doch gut. Die Götter auf unsere Seite holen. Und ich denke, es ist Zeit für den Heldenrat, nicht wahr? Ja.